Eigentlich so ein schönes Bild, ne? So idyllisch. In Mütterchen Russland. Und damit geht es los. Crazy startet hier auf der CT-Seite. Und damit gibt es hier nochmal ein bisschen Counter-Strike-Action am späten Abend. Und zwar mit sehr viel Equipment bei G2. P250 dabei. Eine Smoke, zwei Flashbangs. Und bei Shocks haben wir auch eine P250. Normalerweise droppt man die ja weiter an Spieler, die auch Kevlar haben. Aber das Ding ist auch so super krass stark. Brauchst du nicht unbedingt Kevlar. Aber im Idealfall droppst du es halt an einen mit Kevlar. So, damit geht es jetzt hier langsam nach vorne. So, keine erste sucht die Eröffnung. Die Granate kommt ganz gut rein. Der erste Headshot konnte da schon verteilt werden. Damit ist man an der Grundlinie durch und Crazy auf Train. Auf der Suche nach den nächsten Eröffnungen, die man versucht zu vereiteln für die Jungs von G2. Ist jetzt nochmal eine 3 gegen 2 Situation. Also ein bisschen Schaden kann man hier noch anrichten. Kenny S. legt die Bombe jetzt zu seinem Mate. Und damit geht's nach vorne. Nexa, der eben ja fast hier die 30er Bombe legen konnte. An ihm liegt's jetzt. Er muss es machen im 2 gegen 1. Er sucht das erste Duell, jetzt die Munition leer, zieht hier um die Ecke, kann den Schuss setzen, 46 HP. Hat Kevlar damit den Vorteil vor Shocks, weil der Aim-Punch ist natürlich unglaublich tödlich, aber der One-Shot aus der P250 umso gefährlicher und er wartet auf den perfekten Moment und beendet das hier zum 1:0 für G2. Elektronischen Sport. Sehr schön gemacht. Am Ende ist es G2, besonders Shocks, der die Ruhe bewahrt und auf den perfekten Moment wartet, um den letzten goldenen Kill setzen zu können. Lucky auf dem Weg nach vorne, um Nexa da zu contesten. Die sind im Force Buy. Man geht auf die Jagd. Jo, kriegt auch ohne Problem den ersten Frag. Hat natürlich hier unglaublich viel Schaden einstecken müssen. Und da konnte man bei Crazy gut gegenschießen. Trotzdem der Vorteil, den hat er auf jeden Fall gehört. Jax versucht auch direkt hinterherzukommen. Die Bombe wird aber vom B gehen, koste es was es wolle. Die Rotation von Crazy ist komplett auf den A-Spot vollzogen worden. Damit gibt es erstmal keine Probleme, auch nach vorne zu arbeiten. So, Lucky. Was hat der... Hä? Wie hat der da den Headshot denn bekommen? Oh, fuck, Alter. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung, wie ihm da der Headshot gegeben wurde. Auf jeden Fall hat er kurz mal gezwiebelt. Auf 72 HP, also. So viel Schaden hat es nicht gemacht, aber trotzdem, der hat es gefragt. Auch gerade, woher der Schuss kam. Ja, damit die Runde vorbei. Man geht safen. Wenn man den Spot hier verloren hat. Der Gamble geht nicht ganz auf. So man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Puh, und damit Nexa mit einem HP durchgekommen. Ja, das war's. Also, einen kriegt man hier noch raus. Runde vorbei. Runde entschieden. 2:0 für G2. Elektronischer Sport. Das hört sich so behindert an, wie zum Beispiel wie Team Flüssig oder so. Oder verrückt einfach nur. Oder Maussport. Easy Runde für G2. So, die Tauben sind weg. Damit kannst du nach vorne gehen. Man versucht hier direkt den Ivy erstmal gut unter Druck zu setzen. So, das kriegt Otto natürlich jetzt auch mit. Das Equipment nicht so geil. Ist eher nochmal so ein Pistol bei, den man hat. Halt das, was man bei Crazy durchgebracht hat. So, eine P250 bei dem Hunter. Ansonsten ist man hier mit 3 Kalaschnikows schon unterwegs. Zweimal Macaroni 10 und sonst noch ganz gut Utility. Und dann wird es auch nach vorne gehen. So, schickt natürlich die Mac 10
in den Vorwärtsgang, wird hier als Scout eingesetzt. Da kann natürlich auch wunderbar die Grundlinie eigentlich schon fast aushelfen. Der Rückwärtsgang von Amanek wird aber eingeleitet. Damit passt er auf, dass keiner von der Rampe von den Brownholes bzw. von B eingreift. Das wird auch seine Aufgabe sein, nämlich einfach hier unaimen und gegebenenfalls etwas jagen zu gehen. So, die Frags kommen aber. Pardon. Und damit kann Esperanto nochmal zuschlagen. Aber guckt euch die AP-Zahlen an. Die beiden Scouts könnte man in die nächste Runde nochmal durchbringen. Die Runde aber vorbei mit Scouts zu retaken ist eher suboptimal. So, frag lieber, wann kein Turnier ist. Das ist korrekt, weil eigentlich ist es immer ein Turnier. Letzte Woche oder dieses Wochenende war die ESL von Cologne. Am nächsten Wochenende ist die Blast Pro Series. Dann zwischendurch ist ja noch Liga. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ansonsten, was ihr ja immer auf dem Schirm haben müsst, ist natürlich das Miner, was jetzt ansteht. Gleichzeitig mit dem Miner findet dann die IM Chicago statt. Was haben wir noch im Angebot? Die ESL-Sommermeisterschaft. Zwischendurch haben wir noch ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall ist genug Counter-Strike für alle. Besonders interessant wird, dass die IM Chicago auf die, ja, aus Miner fällt. Aber das ist natürlich interessant. Das ist auch nochmal die letzte Vorbereitung vor Major für viele Teams. Da geht es dann wieder darum, Strats zu safen, ne? Kennen wir ja. Nein, ich denke, das wird nochmal eine gute Herausforderung sein für die Teams, sich vor dem Major nochmal Gedanken zu machen, was sie denn gerne spielen wollen. Wer dann an der IM Chicago auch teilnimmt. Liquid wird es auf jeden Fall sein. Schauen wir mal. So, schöner Vorgang von Esperanto. Nächste Runde geht damit langsam den Bach runter für G2. Sie haben immer noch eine 3 gegen 4 Situation. Müssen sich eigentlich nur sammeln und irgendwo gemeinsam mit drei Leuten interagieren. Soll der B-Spot sein. Tja, und da ist Nexa rübergezogen. So positioniert sich da eigentlich ganz gut, um die kleine Rampe zu halten. Zwischenzeitlich ist Hunter auch da, um ihm dann den Support zu geben. Das ist eben beide die kleine Rampe erstmal an. Kommen über die Groß raus. Damit kann sich Nexa mit Hunter genau auf diese Position konzentrieren. Findet einen. Refrag kommt rein. Und den letzten. Den überlässt man dann den beiden Spielern von der A-Side. Und das ist Shox. Der kriegt nochmal die Bombe geplantet. 66 HP bleiben ihm über. Und dann steht Otto auf der Grundlinie bereit. Und schlägt mit der AWP zu. Das Ei hier diffused, der Tee liegt hier im Boden, wurde damit einmal einbetoniert wie bei der Mafia, ne? Nein, dafür lieben wir Counter-Strike, genau für solche Sachen. Ist immer ganz lustig. Also das ist natürlich interessant. Es sind sehr viele Turniere dabei, es bewegt sich auch langsam natürlich in Richtung Major. Und die meisten Teams können hier natürlich auch nochmal vor dem Major zeigen, bei den Turnieren wie zum Beispiel IM Chicago oder halt auch bei Miner, dass sie das Zeug haben, natürlich auch, ja, mit den Besten mitzuspielen. Und dazu könnte auch ein Crazy gehören, die gerade von G2 wieder mit sehr schnellem Spiel auf B attackiert werden und dadurch kann man jetzt erstmal natürlich auch sich einen kleinen Vorteil erarbeiten, besonders weil Kenny es immer noch eine gute Sicht hat. Kurz mal Herzinfarkt bekommen. Kenny es ganz kurz gesehen und was eine Reaktion von dem Franzosen, um genau diesen Kill zu setzen. Der war nice gemacht auf jeden Fall. Kurz gesehen, nachkorrigiert und abgedrückt. Jo, und das war's. Also, Runde vorbei. 1:4. Die Runde geht auf das Konto von G2 Esports. So, natürlich auch Interaktion im Chat immer ganz groß gefragt. Wie viel, was hätte ihm gegeben von 1 bis 10 für den Schuss, den Kenny Esther abgefeuert hat? Ich würde sagen, das war eine, ja, solide 8. Die er da abgefeuert hat.
Ihr seid gefragt. Was denkt ihr? Wahrscheinlich, die meisten sagen jetzt, eins hätte ich besser gemacht. So, auf jeden Fall der Stack von Crazy Richtung Bestside. So, da hat man natürlich auch nicht wirklich das Equipment, um großartig irgendwas verteilt aufzubauen. Eins hätte ich besser gemacht. Sehr gut. Ja. Eine 8. Sehr gut. So, da erfolgt der Zugriff. Das war auch der einzige Spieler Richtung A, der Informationen holt. So, dann bekommt die Flash rein. Wird jetzt natürlich versuchen, das Team langsam Richtung A Räume einnehmen zu lassen. Also die Franzosen sollten da keine Probleme haben. Die Bombe liegt noch sehr weit hinten. Hat aber auch die Kontrolle vor B. Das heißt, da kann man erstmal theoretisch nicht überpusht werden. Die Bombe kann damit gepickt werden. Auch ohne Probleme Richtung Side getragen werden. Sie haben alle Räume soweit dann auch dicht gemacht und haben auch alle Räume soweit eingenommen. Also für die Bombe gibt es da erstmal, ja, keine Gefahr. Die kann einfach mit dem Knife hier durchgetragen werden. Die müssten eigentlich wissen, dass die irgendwo in der CT-Base oder Richtung B rumgammeln. Jetzt ist natürlich die Frage, will man bei G2 das Risiko eingehen? Müsstest du eigentlich nicht, weil du weißt ganz genau, der Gegner hat nur Pistolen. Und du hast wahrscheinlich auch keine Kevlar. Da kannst du einfach safen, da brauchst du keine Waffe zu verlieren. Da geht man nochmal auf die Jagd, also eine Waffe verliert man dann. Die wird dann in die Hände von Letney gehen. Das ist aber nur eine MAC-10. Also kein derber Verlust, den man hier erleidet. Die Waffe schenkt man dem Gegner sogar gerne. So, und mal gucken, die wird höchstwahrscheinlich jetzt auch einfach weggeschmissen. Es geht direkt auf die AWP. Crazy die nächste Chance, in diese Partie auf Train reinzukommen. So, G2 ist natürlich auch kein schlechtes Team auf Train. Das haben sie auch bei der ESL Pro League zu Genüge bewiesen. Auf jeden Fall das 2 und Train gehört zu ihren stärksten Maps, die sie haben. Für Crazy schon schwierig genug, da auf jeden Fall das Ding zu gewinnen. Die Nate kommt nicht ganz an. Wollte oben Richtung Brownholz reinfliegen, um genau den Spielern, die hier langlaufen, also genau hier den Grundschaden zu setzen, die halt hier bereitstehen, um zum Beispiel Smokes zu schmeißen oder hier pieken, dass du halt die Spieler so auf 90 AP runterkriegst oder 89 und damit sind die auch wieder One-Shot-Potenzial. Und das ist natürlich auch gut für die CT-Seite. Das darf man halt nie unterschätzen. So eine Nate ist nicht wie ein Counter-Strike so eine Atombombe, wie ein 1.6 so eine Atombombe, die durch alle Wände durchgeht, sondern die macht halt ein bisschen weniger Schaden. So, und Lucky pendelt ja auch direkt Nummer 1. Schmuck kommt rein, damit geht's für Amanek Richtung Grundlinie. Könnte man jetzt theoretisch sogar von 4 Seiten den Spot einkesseln. Amanek lenkt erstmal die Meute auf sich, holt auch die erste Information. Wird natürlich interessant für Shox, der an AWP Nummer 2 unterwegs ist. Auf der T-Seite eher selten, dass man mit einer Doppel-AWP spielt. Aber das scheint soweit ganz gut zu funktionieren, weil Kenny S sein Soll hier erfüllt. Da muss Shox gar nichts machen. Auch Amanek Richtung Grundlinie. Der kann hier wunderbar zu seinem Team aufschließen. Am Ende fällt er noch. 3 gegen 1 Situation ist es trotzdem, weil Nexa der letzte Verbleibende ist. Und damit auch bekannt. Die Bombe tickert da schon ein bisschen zu schnell. Und für Nexa gar unmöglich, weil man einfach an die Position schaut, die er hier ausschließen muss. Ist das natürlich kein Zuckerschlecken. Aber das Schöne ist, wir haben es hier nochmal, wir sehen es nochmal, hier liegt noch eine AWP und die kann er dann noch für sein Teammate mitnehmen. Eine AWP da um einiges stärker als die AUG.
Das war dann auch das Ziel, deshalb hat er da gewartet. 1 zu 6, G2 Esports kann in diesem Finale des ESA One New York Close Qualifier doch ganz gut hier auftrumpfen. Klar, es geht über eine dritte Map. Klar, Crazy schießt hier gut zurück. Klar, Crazy hat Vertigo gewonnen, wo sie eindeutig besser waren. Aber der Rest läuft bisher eindeutig nach Plan. Geht weiter. Nächste Runde. Die G2 wieder mit Waffen im Vorteil ist. Es geht erstmal Richtung Brownholz. So, der Stack eher wieder bei Crazy. Diesmal Richtung A. Oh, und da sehen wir auch, dass man das genau hier versucht, Richtung A auch ein bisschen eher kompakter auszuspielen. Einfach aus dem Grund, dass man da jetzt natürlich versucht, bei Crazy mit dem Equipment, was man hat, so ein bisschen zu gamblen. Teilt sich hier bei 50 Sekunden, die verbleiben nochmal ein bisschen auf. Die AWP weiter in der Mitte, wird aber jetzt auch Richtung B rübergehen. Also, man rechnet vielleicht damit, dass es sogar B wird. Auch wenn man noch zwei Leute abgestellt hat, will man sich die Option offen halten, auf beiden Spots etwas flexibler reagieren zu können. Und sollte es kein B werden, kann man die AWP auch einfach safen. Das hat natürlich auch einen gewissen Vorteil. So, bin ich mal gespannt, ob sie hier Richtung A draufkommt. Die Rotation ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell da. Der Schaden immens, der gegen G2 hier angestellt wird. Besonders die Pistolen sind halt schon gefährlich in den Händen von Crazy. WP wartet immer noch auf der Backline. Und zwar im 2 gegen 1. Ist natürlich jetzt schwierig. Ein Spieler hat er gesehen. Ich weiß nicht, ob er den zweiten auf dem Schirm hat. Aber die AWP im Retake natürlich extrem, ja, extrem schlecht zu handeln. Nicht gerade die mobilste Waffe. So, das macht es natürlich auch sehr, sehr schwierig mit der AWP, alle Situationen irgendwie nochmal korrekt auszuspielen. So, das wird es auf jeden Fall gewesen sein. Nochmal ein Kill für Nexa. Jo, und das war es am Ende. Die Runde vorbei. Die nächste geht auf das Konto von den Jungs von G2. Und am Ende kann man die AWP sogar mal rausnehmen. Guter Laufweg, den man da nochmal einleitet. Also, 10 von 10 Punkten da für Schocks am Ende. Und damit haben wir das Brasil. Berlinas TV hat es ganz genau erwähnt. Das Brasil ist real. So, schon wieder eine ESL. Ja, Mann, das ist normal. Es ist immer ESL. IEM oder ESL One. Das große Produkt der ESL. Das monatlich vertreten ist natürlich. Also es gibt immer jeden Monat gefühlt eine ESL One oder eine IEM und das über den ganzen Globus verteilt. Also genug Counter-Strike gibt es im Leben. Aber natürlich müssen sich auch Teams dafür qualifizieren und deshalb gibt es hier natürlich auch diese Qualifier. Das nächste große Event ist die IEM Chicago. Das heißt, in Amerika gibt es dann wieder schönes Counter-Strike zu bewundern. Vielleicht kommt gut rein. Zack, sieht gut aus. Jetzt nach vorne. Also, Jax kann die Bombe hier legen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ah, sie verhaspeln sich wieder bei Crazy. Der Fokus ganz klar, ganz, ganz klar auf den A-Spot gelegt. Und das kann G2 hier wieder ausnutzen. Retake-Situation gar nicht so leicht mit dem Equipment, was man bei G2 schon reingeschmissen hat. Und Kenny S hält wieder direkt dagegen. Und Kenny S ist natürlich so ein Garant, den man genau auf so einer Map braucht als solide Super-AWP. Ist das genau sein Ding. Also das ist schon ein Riesenvorteil, wenn du halt so eine gute AWP wie Kenny S hast.
sind wir mal gespannt, ob auch weiterhin hier seinen Soll erfüllt mit der AWP. Bisher 9 Kills gemacht. Geht auf jeden Fall gut auf. Nochmal der schnelle Tempowechsel, der kommen soll für die Jungs von G2 Esports. Sie warten erstmal ab, bauen sich für die Granaten Richtung Mitte auf und dann könnte das sogar eine sehr, sehr schnelle Action werden, die wir auf A hier erleben. Sie teilen sie aber nochmal sehr weit auf. Das ist interessant. Sie smoken halt Richtung A ab. Versuchen erstmal den Ivy dicht zu halten und nehmen dann das Tempo nochmal raus. Also so schnell soll es gar nicht werden. Jock schließt hier zwischenzeitlich alle Ecken Richtung Ivy aus. Und das ist sehr interessant. G2 schmeißt die ersten Granaten. Crazy reagiert darauf etwas aggressiver und versucht die Mitte dicht zu machen, was keine schlechte Entscheidung ist. Da hat auf jeden Fall was rausgeschaut. Da kann Esperanto direkt mit der Deagle zusetzen. Und der kleine, aber feine Unterschied ist, dass G2 Esports, ja, dann versucht, über ein Ivy zu arbeiten. Also reagiert auch so ein bisschen auf das Setup von Crazy. Trotzdem sieht es hier gar nicht so gut aus. 4 gegen 2. Und sie versuchen natürlich direkt den Vorteil von Crazy hier irgendwie einzudämmen. Nochmal sich irgendwie vielleicht auch ein 3 gegen 2 zu erarbeiten, ein 2 gegen 2. Daran scheitern sie aber. Der letzte Verbleibende ist Jax. Gucken, ob der nochmal hier was machen kann. Das ist die zweite Runde für Crazy. Und das ist eine sehr gute Runde, wenn wir einfach schauen, wie viele Waffen sie am Ende durchbringen. Nochmal das Upgrade auf die AK. 3 an der Zahl. Kann man dadurch den Gegner oder kann man den Gegner klauen? Und dann gibt es eine Pause. Und die kommt von G2. Nach der taktischen Pause geht es weiter, also Crazy weiterhin hier unterwegs, vielleicht Runden zu holen. Das wäre auf jeden Fall gut für die Partie, ansonsten zieht G2 immer weiter davon. Dann erstmal der Contact, der Richtung Ivy gesucht wird, aber nur der Contact. Crazy übertreibt es da nicht, weil sie brauchen endlich mal ein bisschen Stabilität in der Partie und das auf jeden Fall mit einer Nachfolgerunde wäre super. Aber der schnelle Tempowechsel von G2 lässt sich lange auf sich warten. Da wartet nur ein Spieler Richtung B. Aber trotzdem, wieder eine sehr schnelle Rotation möglich. Bombe kann trotzdem geplantet werden. Und damit liegt das Ei. Granaten haben sie genug. Damit den Raum auch erstmal abgeblockt. Als die Smoke die Amanek reingeschmissen hat, ist natürlich immer ein riesen Vorteil für die T-Seite. Weil sie da einfach nicht durchkommen. So, da wird von Otto noch angeaimt. Die Runde eigentlich schon wieder vorbei. Und der schnelle Tempowechsel wird hier belohnt, meine Freunde. Der wird belohnt am Ende für G2 elektronischer Sport. Das hört so geil an. So absolut trocken auf Deutsch, ne? Herzlich willkommen. Wir übertragen 99 Schaden. Die elektronische Sportliga wird hier gezeigt. Elektronische Sportliga 1. Das New York Qualifikationsturnier. Einen Platz gibt es am Ende. Auf jeden Fall die Runde schief gegangen für Crazy. Damit geht's hier direkt wieder raus. Zack, schön gemacht. Guter Schaden von Crazy. Also sie können diesen Push diesmal abhalten. Ja, die Frage ist, was können sie hier machen noch in der Runde? Gar nichts mehr. Der Schaden bleibt langsam, aber sicher doch etwas kleiner für Crazy. Und damit kann man sich Geld aufbauen. Die letzten beiden Runden entscheiden. Erstens, weil sie super viele Waffen vom Gegner geklaut haben, dadurch nichts nachkaufen mussten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann so eine solide Runde, die dir auch ein bisschen Geld in die Hand gibt, dass du auf Doppel-AWP wechseln kannst. Das ist natürlich super für Crazy und die Möglichkeit, nochmal auf 6 Runden zu kommen. Und das wäre natürlich ein Segen, weil im Normalfall die 6 Runden eigentlich auf der T-Seite stehen sollten.
So, steht bereit mit der Flashbang. Zack, die fliegt unten auf Kontakt Richtung Rampe. Aber schaut euch das an. Da wartet Nixer. Und der hält einfach ganz, ganz stur seinen Winkel und die Information von B. Was natürlich super für sein Team ist, weil sie jetzt einfach mit 4 Leuten wie eine Diagonale aufbauen können für den A-Spot. Das ist ein Riesenproblem für G2. So, gute Support-Flash. Damit ist es Letny. Der direkt hier wieder die Schotte. Und damit wieder einen neuen Raum für G2, den man eigentlich haben wollte, direkt dicht macht. So, es geht nach vorne. Richtung Grundlinie soll das Ziel sein. Trotzdem, durchkommen muss man hier irgendwie. Und Hunter mit so einer guten Position. Da macht ihm die Flash gar nichts aus. Esperanto mit der AWP hält den zweiten Eingang an der Grundlinie einfach dicht. Und die Runde ist vorbei. 4:9. Wichtige, wichtige Runde. Und wir dürfen nicht vergessen, Crazy kann bis zum Ende der ersten Halbzeit hier durchkaufen. So, da kommt noch die Frage rein bezüglich, ist das der gleiche Typ, der hier auch bei der ESL One Cologne gecastet hat? Das ist korrekt. Ich bin einer der Boys, die auch bei der ESL One Cologne gecastet haben. Damit herzlich willkommen. Schön, dass du es wieder hier auf den Kanal zurückgeschafft hast. Nach Köln. Ist vor Köln, weil es geht direkt weiter mit Counter-Strike. Nämlich bei diesem Close Qualifier für die ESL One New York. Ah, die Barclays Arena ruft wieder. So, das sieht gut aus. Man versucht hier durchzukommen. Keine Waffen dabei. Nur Pistolen. Und einen Traum, irgendwie die Bombe durchzubringen. Und in der letzten Runde möchte man dann nochmal kaufen. Aber das wird hier nichts mehr. Keine Chance für G2, das irgendwie zu bewältigen. Dafür hat man den Waffenvorteil, den Granatenvorteil, man hat natürlich alles im Vorteil. Und damit gibt es hier für die Jungs von G2 irgendwie nicht viel gerade zu holen in der Runde. Die elektronische Sportliga 1 Köln war sehr gut. Ich fand die elektronische Sportliga 1 Köln auch sehr gut. Im Stadion. In der größten Multifunktionsarena, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, neben der Mercedes-Benz Arena in Deutschland. Ja, war sehr edel. Hat die elektronische Sportliga sehr gut am Ende auch organisiert. 5:9. Letzte Runde der ersten Hälfte. Crazy ist auf der Suche. Amadek ist durch. Und damit wieder die Grundlinie. Sehr schönes Pack, was sich da nach vorne arbeitet. Dadurch, dass sie Richtung Grundlinie jetzt durchkommen, müssen sie eigentlich nur noch den Spieler hier auf Close Distance ausschalten. Das wäre natürlich perfekt. Der schlägt nämlich zu. Refract kommt da von Amadek rein. Dann gibt es jetzt die Zangenbewegung. Man versucht halt auf jeden Fall den Spieler Amadek irgendwie auszuschalten. Aber der dreht hier weiterhin am Rad. Der sollte eigentlich Support bekommen. Der schleicht aber nur langsam nach vorne. Amadek geht da einfach den Schritt zurück. Und was macht der denn für einen Laufweg? Schaut euch das mal an. Zwischenzeitlich sein Team natürlich den Spot eingenommen mit dieser Zangenbewegung. Und Amadek nimmt einfach ganz gemütlich den Bahnsteig und die Panoramaroute und fährt einmal den kompletten Rhein entlang bis zur Station B. Und das sieht gut aus. G2 wirklich saustark gespielt gerade. Und damit gibt es so 5 Runden für Crazy. Tja, und wenn ihr mehr Bock habt auf Crazy, dann könnt ihr die auch bei Miner sehen. Also, die Jungs haben sich qualifiziert. Da auf jeden Fall, von den Kerlen gibt es in Zukunft hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr. Hier sind wir natürlich noch nicht in der regulären Partie der zweiten Hälfte.
bei der Elektroden Sportliga 1 New York geschlossenes Qualifikationsturnier, sondern wir sind immer noch in der Pausenzeit. So, kann sich Maus und Big sich noch irgendwie qualifizieren für dieses Turnier? Das ist nicht mehr möglich, da die beiden Teams heute im Laufe des Tages schon rausgeflogen sind. Mausports hat gegen Crazy verloren und der Big Clan muss sich gegen Tricked Esports verabschieden. Also da gibt es für beide Teams erstmal keine Chance mehr. Wenn sie noch einen Invite bekommen sollten, weil bisher wurden nur drei Teams announced. Das ist einmal Enz, das ist einmal Astralis und das ist einmal Team Liquid. Der Rest ist noch offen. United hat sich über das Close Qualifier durchgespielt im nordamerikanischen Bereich. Damit haben wir noch ganze, lass mich kurz nachschauen, ich glaube 5 Teams, die eingeladen werden können. Weil das ist eine kleine ESL One. Ja, genau. Das ist nämlich nur eine ESL One mit 8 Teams. Das heißt, wir hätten noch 3 Slots frei. Das heißt, heute zu United, Team Liquid, Enz und Astralis wird sich einer der beiden Teams begeben. Dann gibt es noch 3 Slots, die verteilt werden. Und ich denke mal, da wird noch ein amerikanisches Team dazukommen. Vielleicht noch ein europäisches und noch ein amerikanisches Team und dann teilt man das. Vielleicht noch ein brasilianisches Team, das wäre noch ganz cool. Also ein brasilianisches Team, ein amerikanisches Team und ein europäisches Team. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich noch NRG einladen werden. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil es gut reinpasst in diese Storyline und NRG halt gerade auch sehr gut drauf ist. Und ansonsten ja, vielleicht noch ein Navi, die auch schon öfter bei der ESL One Cologne gespielt haben. Bei der ESL One New York. Ja, Furia zum Beispiel. Furia wird sich auf jeden Fall verdienen. Furia wäre auf jeden Fall cool. Aber könnt ihr gerne eure Meinung auch mal im Chat sagen, was ihr denkt, wer hätte es verdient, eine Einladung zu bekommen für diese kleine ESL One mit 8 Teams. Crazy baut auf jeden Fall darauf, sich zu qualifizieren. So, Fury hat schon Close Qualifier gespielt. Und ja gut, dann gibt es halt keinen Invite. So, auf jeden Fall Crazy dreht hier nochmal ein bisschen auf und dann merkt man, wie stark diese P250 auf lange Distanz ist und wie gut man mit der P250 genau das auch aushebeln kann, nämlich diesen Nachteil gegen die USP. Oder P2000. Sie ist einfach super stark auf langer Distanz. So, Flashbang kommt rein. Damit versucht Letny direkt mal ein bisschen Stress Richtung Mitte zu veranstalten. G2 ist hier auf einer Full-Eco unterwegs. Also investiert keinen einzigen Cent. Jo, und da wird jetzt einfach nur auf die Jagd gegangen. So, der Support ist da. Die MAC-10 darf das Geld einsacken. Jo, da kriegt Letny erstmal 3 Kills. Esperanto darf auch noch einen mit der AK haben, damit das Full House. Perfekt. Also, wenn Furia natürlich auch schon beim Close Qualifier mitgespielt hat, dann abgelehnt. Dann gibt es wohl kein brasilianisches Team. Aber NRG könnte ich mir gut vorstellen. Im europäischen Bereich halt Navi. Vitality muss sich ja auch qualifizieren. Die wird man auch nicht mal einladen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall gute Teilnehmer für diese ESL One haben. Ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil es doch wieder ein sehr gesteckter Zeitplan ist. Das heißt, das eine oder andere Team könnte dann gegebenenfalls absagen. Vielleicht kommt auch noch Astralis dazu. Die wurden aber schon für die IM Chicago eingeladen, wenn ich es richtig im Sinn habe. Ach, diese Invites manchmal ist einfach zu viel, ne? Ist krass. Aber auf jeden Fall finde ich halt, mit ESL One New York könntest du halt echt eine krasse Storyline aufziehen. Amerika gegen Europa. Das muss ich aber eher sagen, ist vielleicht doch eher was für die IM Chicago. Ne?
Aber beides gut, ne? So, auf jeden Fall kommen wir zum Spot drauf. Jetzt kann Crazy auch mal zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind auf der T-Seite. Ja, und das sieht auch ganz gut aus. So, da passt nämlich das Aiming. Bombenstarkes Team an den Rifles. Wenn es dann ein bisschen aggressiver vonstatten geht. So, wie sieht's mit Face aus? Puh, gute Frage. Also ich glaube, ich würde den Faceler nicht einladen. Meine Meinung. Dann eher Navi. Ansonsten fällt mir halt kein Team ein, was man zu so einem Event noch einladen könnte. So, Motto in Chicago ist ja auch NA gegen EU. Dann habe ich es ja genau richtig auf dem Schirm. Sehr gut. Rein, zack. Da wird jetzt einfach nur umgeschossen in der Runde passiert. Spiel. Damit ist es nur Shox. Und der hat noch eine AK bekommen. Ja, die ESL soll einfach das sein, Lano, was sie Bock hat. Ist ja natürlich auch immer so eine Sache. Viele Teams sagen dann gegebenenfalls auch ab. Oder haben dann einfach so einen vollen Zeitplan, dass sie einfach sich nicht noch ein Turnier irgendwie aufdrücken wollen. Das ist natürlich immer ein bisschen kompliziert. So, Shock soll wieder fallen. Das Aiming ist aber auch so gut von Crazy. Jetzt mal wirklich, im Ernst. Das ist echt gut, das Aiming. Und das Matchup ist auf jeden Fall noch offen, dass Crazy sich hier auch qualifizieren kann. Aber ja, Navi würde ich persönlich einladen, weil einfach aus dem Grund, Navi hat mir zumindest bei der ESL One Cologne sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe Bock, mehr von Navi zu sehen. Mit Bumic als neuen Mitspieler. Und natürlich auch, darf man nicht vergessen, Bumic bringt natürlich auch ein bisschen frischen Wind in das Lineup rein. Deshalb finde ich, dass Navi da auf mehreren Turnieren noch auflaufen sollte. Ja, der Frag in der Mitte wird gemacht. Boah, starker Kill von Kenny S. So, man geht hier wieder zurück. Also man will Kenny S erstmal nicht hier contesten. Im 4 gegen 4 hat man sowieso... erstmal den Raumvorteil. Und jetzt muss Crazy irgendwas draus machen. So, spiele ich selber Counter-Strike? Ja, ich spiele selber Counter-Strike. Wenn ich da mal Zeit habe, spiele ich dann nochmal Counter-Strike. Kommt dann mal so alle 500 Jahre vor, wenn die Granaten und die Planeten genau in einer Laufbahn fliegen und stehen. So, es geht nach vorne. Also oben steht bereit. G2 kriegt hier nochmal einen Kill. Trotzdem 3 gegen 3 Situation und der Retake von der Grundlinie plus Z-Gang. Machbar auf jeden Fall. Doppel-AWP, aber natürlich nicht gerade die mobilste Variante für diesen Retake. Der Schaden ist aber gut. So, Esperanto sieht ihn da. Noch nicht so ein geiles Timing. Trotzdem, Lucky kommt raus. Und der hat noch die Rifle. Hat er noch auf 25 HP. So, erster Spieler wird gesucht. Hunter wird gefunden. Damit ist noch Otto. Die Bombe liegt teilweise für ihn, aber Kenny S gibt das Backup. Und damit kann sich G2 die nächste Runde holen. Und damit mit 11 zu 9 in Führung gehen.
Damit geht es weiter. 11 zu 9. Nächste Runde für G2. Und zwar, wie man sich holen konnte und natürlich auch ein bisschen Luft zum Atmen, weil sie jetzt endlich wieder einen guten Buy haben, um gegen Crazy auch ein bisschen Utility entgegenwerfen zu können. Und das ist nie verkehrt. Ich habe gehört, Gerüchte besagen auf Train. Freut man sich darüber, ein paar Granaten zum Blocken zu haben. Ich glaube, da gibt mir der Chat recht. Die freuen sich nämlich auch persönlich, ein paar Granaten zum Werfen zu haben, wenn sie dann mal Train spielen sollten. So, Granaten kommen jetzt aber erstmal von Crazy rein. So, es gibt einen flotten Execute mit einer kleinen Smoke-Wand Richtung Ivy und mit sehr tiefen Smokes, die man Richtung Z und Grundlinie reinschmeißt. Also das ist schon nicht schlecht. Jetzt versucht Lucky nochmal die Initiative zu ergreifen. G2 sich natürlich auch genau diesen Vorteil weiterhin zu erarbeiten und die, eigentlich dieses 4 gegen 3 auch weiterhin in der Vorteilssituation zu halten. Das gelingt ihnen auch, dadurch, dass der Refrag reinkommt. Aber Neck bekommt da nochmal einen. Esperanto ist immer noch am Start. Esperanto reißt hier die Runde mit seinem 2K nochmal gewaltigst auf. So, und Esperanto, der sucht natürlich. Der hat keine Ahnung, wo der letzte Spiel ist, aber er hat einen guten Richter an der Grundlinie. Esperanto geht nach vorne. Esperanto guckt immer wieder nach hinten. Esperanto sieht ihn! Puh! Alter! Esperanto! Beruhig dich, Mann! Was ein Headshot! Holy shit, Alter! Ja moin, da hast du keinen Bock mehr, ne? Aber wie gut war das denn von Esperanto da angeaimt? Erstmal taktische Pause. Ne, sind Technical. Die kommt von Crazy. Das war stark, Mann. Das war wirklich sehr, sehr stark. Immer wieder dieser Winkelwechsel. Einmal Richtung Pop-Dog, dann nach hinten schauen. Krass einfach nur. Das ist krass. Das war extrem gut gespielt von Esperanto. Das Aiming halt schon heute bei ihm absolut auf einem anderen Stern. So, ist ein Technical Timeout. Das heißt, da haben wir nochmal ganz kurz irgendwelche kleinen Problemchen. Aber das wäre eine wichtige Runde für G2 gewesen. Somit ist das Geld wieder gebrochen und Crazy kann wieder das Zepter in die Hand nehmen. So, um kurz die Frage zu beantworten, streamt der Jitko von daheim? Ja, er streamt von daheim. Aus seinem Zimmer. So, dann die nächste Frage, die wir noch beantworten können. Hilft der Apfelshampoo-Trick auch bei Tastaturreinigen? Nee, das ist nicht zu empfehlen. Mousepads sind okay. Aber deine Tastatur solltest du damit nicht reinigen. Da kann ich dir so Ohrenstäbchen empfehlen. Das ist immer super. Das funktioniert sehr gut. So, aber langsam neigt sich dem Ende zu. Also wir haben noch ein wenig Zeit, bis es hier weitergeht. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Wir haben 23.37 Uhr. Na, langsam wird es aber auch spät, ne? So, sind ja schon 11 Stunden und 57 Minuten. Ne? Plus die Stunde, die man vorher immer da ist, um hier das Studio auf Hochglanz zu polieren. Ne? Nein, ich habe heute Mittag einen kleinen Tipp gegeben und auch bei der Signing Session, die wir auf der ESL One Cologne hatten, wie man am besten sein Mauspad reinigen kann. So, ich werde das hier nochmal als geheimen Tipp auf dem Stream natürlich für jeden mitteilen, wie das geht. Also, ihr müsst einfach hingehen. Ihr nehmt euer Mauspad, ihr holt euch ein Shampoo nach eurer Wahl, was am besten riecht. Ne? Zum Beispiel der eine mag Apfel, ich mag auch Apfel. Der eine mag eher vielleicht Rosen. So, und dann geht ihr hin und holt euch noch so einen Schwamm, mit dem man den Rücken bürstet zum Beispiel. So, und dann geht ihr an eure Badewanne oder an eure Dusche und geht hin und
weicht euer Mauspad erstmal ein mit lauwarmem Wasser. Es muss lauwarmes Wasser sein, ansonsten hat das nicht so die magische Wirkung. So, und was ihr dann, wenn ihr dann hingeht, dann müsst ihr das Shampoo schön einmassieren in euer Mauspad, wenn das Mauspad dann ein bisschen angefeuchtet ist. Und dann wascht ihr das wunderbar aus, als würdet ihr Haare waschen. Dann lasst ihr das kurz einziehen und dann ist wunderbar. Das sind die Tipps, die ich euch mitgeben kann. Dann legt ihr das so ein bisschen auf die Heizung, aber bitte gerade, sonst schlägt es Wellen. Ne? Und dann habt ihr fast ein neues Mauspad. Ne? Also, demnächst gibt es dann auf dem YouTube-Kanal von Jitco, nämlich Jitcos Mauspad Beauty Place, gibt es dann neue Videos, wie ihr euer Mauspad klasse reinigen könnt. Hier ist es jetzt erstmal ein verworfener Molotow, der oben aufs Dach drauf liegt. Der kam nicht ganz an. Und damit heißt es hier für G2 erstmal wieder Sprachen. Also nach dieser kleinen Technical-Pause geht es in die nächste Runde. Ja, und zwar in die siebte, der Halbzeit Nummer 2. Vorteil liegt auf Seiten von Crazy. Wie gesagt, die letzte Runde wäre halt wichtig gewesen für G2. Da konnte Esperanto wirklich die Runde exzellent lösen. Und in der Runde scheint es wieder so auszugehen, dass G2 halt wieder mit dem Rücken gegen die Wand steht. So, Hunter, auch ein exzellenter Aimer. Setzt hier nochmal an. Am Ende reicht es nicht ganz, den Spieler da rauszunehmen. Trotzdem zurückdrängen. Konnte man ihn aber kennen. ES gibt hier gar nichts drauf. Der versucht einfach nur noch den Plan zu verhindern. 3-2 Situation. Esperanto macht von den Dicht. Das Aiming passt. Der Spieler wird gesehen. Und am Ende ist Esperanto hier auf dem Body drauf. Kann ihn niedersprayen in den letzten 7 Sekunden. Schöner Versuch von Kenny S, muss man sagen. Kenny S hat hier versucht, nochmal auf jeden Fall den Plan zu verhindern. So, da kam noch die Frage, ob ich das alles heute alleine gecastet habe. Ja. Keine Sorge, ich lebe noch. Mir geht's noch gut. Ich wollte euch keine Sorgen zu machen. Öffnen wir ganz kurz die Stats. 28 Kills bei Esperanto. In der letzten Runde war es Nexa. Der ist aber auch wieder mit 20 Kills am Start. Das ist natürlich eine, ja, Machtvorstellung, wenn es darum geht, sich auf dem Server zu präsentieren. Andere Team oder das Team unten drunter kriegt nichts ab. Bei G2 ist es eher ausgeglichen. 14, 13, 13, 11. So, und es geht auf den Spot drauf. Crazy. Auf dem Falls. Diesmal ist es Shox an AWP Nummer 2. Esperanto, aber wieder einer, der den Strich durch die Rechnung macht. So, wartet ab, dass ihm da Kenny S reinläuft. So, sobald die Smoke fadet, müsste eigentlich der Vorteil für Otto sein. Schöner Kill von Kenny S. So, der wechselt die Position. Damit ist das Zeitfenster für die AWP auf Seiten von Crazy abgelaufen. Es geht jetzt langsam für G2 im 4 gegen 3 nach vorne. Boah. Krass, 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 krass. Ey, was, ey, Maschinen, ne? Stark. Sozusagen Babyface-Clan. So, 6 gegen den läuft die Zeit. Der hat nichts mehr. Der nimmt nochmal die AWP. Das ist die 12. Runde für Crazy. Und jetzt noch den Headshot. Komm, nicht ganz. Doch, er hat den Headshot gesetzt. Sah gar nicht so aus. So, Toilette unter dem Gaming-Chair installiert, ja, habe ich. Kriegst du dafür Geld? Ja, ich krieg dafür Geld. Das ist mein ganz normaler Job hier. Das ist mein ganz normaler Job. Ich muss das machen. Nee, ich habe die Freude, ich habe die Ehre, es zu machen, ne? So muss man es ausdrücken. Schöner Push. Kenny S nimmt sich den Vorteil. Der lässt sie gar nicht fackeln.
nochmal Lucky auf Klos. Der ist jetzt stark gemacht von Lucky. So, der sucht doch den dritten. Aber das ist natürlich eine willkommene Abwechslung, dass G2 genau mit den CZ in dieser Runde überzeugen kann. Lucky ist natürlich bekannt. Die Bombe ist down, sie müssen trotzdem rankommen. Und wir dürfen nicht vergessen, die CZ ist eine hundsgemeine Waffe auf Closest. Und Lucky hat genau das Gerät in der Hand. Was ist das denn für ein Laufweg von Lucky? Nochmal die Möglichkeit. Jax geht hinterher. Jax braucht gar keine andere Waffe. Der zieht einfach mit der Deagle rein. Was eine verrückte Runde am Ende von den Franzosen. Gegen Crazy. Absolut krasse Offensive, diese Runde zu holen. Einfach nur gut gespielt. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und damit heißt es für Crazy einmal, ja, die verlorene Runde irgendwie zu schlucken und damit halt zu leben. Das ist eine super fiese Smoke. Was ist die Fies, Alter? Das ist die Bombe, die nach vorne droppt. Das heißt, Crazy muss jetzt erstmal crossen, die Bombe mitnehmen und dann wieder abhauen. Letty macht zwischenzeitlich den Raum nochmal Richtung Mitte auf. Den Kill hat er bekommen. Refrag-Verhalten wird hier aber gut gelöst, weil man hält weiterhin den Pop-Dog frei. Und damit kann man sich auch erstmal hier nicht heraustrauen. Das Ziel war eigentlich, direkt mit einem über die Mitte, einen über Pop-Dog rauszukommen. Da steht aber Jax bereit. Damit traut man sich bei dem Spieler erstmal nicht weiter nach vorne. Dafür macht es Letny nochmal Richtung Grundlinie wahr und hat sich hier durchgeschimmelt. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn du dann Richtung Ivy nachträglich den Raum einnehmen kannst, dann, ja, gut Nacht. Muss halt den Retake gehen. So, wie kommt man hier nach vorne? Es geht langsam Richtung Mitte. Und jetzt die Frage, will G2 das noch versuchen? Granaten haben sie auf jeden Fall. Jetzt wird es natürlich gar unmöglich. So, jetzt können sie, jetzt können sie direkt wieder die Treppe hochgehen. Erst so, die Spannung steigt an. G2 bewegt sich langsam auf den Spot. Und was passiert dann? Der erste Kill fällt. Rückzug. Hold my beer. So, 12 zu 13. Crazy steht kurz davor, die Sensation hier zu schaffen und am Ende gegen G2 sogar durchzukommen und durchzustarten und sich damit auch für New York zu qualifizieren. Wer hätte das gedacht? Heute der Tag der Underdogs. Trotzdem, der Vorteil ist in der Runde auf jeden Fall nicht gegeben. Wir haben jetzt wieder eine ausgeglichene Waffensituation und einen guten Riecher bei Crazy, weil da wartet nur eine. Die Rotation braucht noch ein bisschen. Sie stellen sich auf für den Execute. So, und damit geht's nach vorne. Rotation ist gut da. Rotation ist am Start. Shox und Lucky müssen jetzt versuchen, genau das Kreuzfeuer aufrechtzuerhalten, dass Crazy hier nicht rauskommt. Hunter! Trotzdem, die Antwort, die kommt von Kenny S., Jax und Lucky. Damit kommen sie nicht durch. Sie kriegen zwar den krassen Kill da unten an der Rampe, aber der Rest wird hier komplett auseinandergenommen. Amanek fällt da, Jax fällt da schon den Rücken rein. So, wo findet man das Studio von uns? Das ist in der Spreeschanze 10 bei Freaks 4 You. Kannst dich gerne da vorne hingammeln. Ich seil mich dann aus dem Fenster ab und lauf durch den Wald. Ist kein Ding. Ich glaube, das hätte hier keiner gedacht, dass echt Crazy hier auf ein 13-13 kommt, auf der letzten Map. Keiner hätte gedacht vielleicht, dass Crazy sich auch durch dieses gesteckte Feld an Favoriten auch durchsetzen kann. Mit darunter auch ein Mousebots, das heute auch schon rausgeflogen ist gegen Crazy. Also Crazy, so ein bisschen der Favoritenschreck, kann man sagen. Besonders gegen Mousebots, der absolute Favoritenschreck. Ich weiß nicht, wie oft Mousebots gegen The Lions Schrägstrich Crazy dann verloren hat.
Waffenvorteil bei G2. Schön kiffen, Kenny. Nachgang kann Jax aushelfen. Ist jetzt die Luft raus. Bei Crazy in der Runde versucht man es halt nochmal sehr, sehr aggressiv. Das ist schon ein dickes Risiko, was sie eingegangen sind. Und das wird hier am Ende belohnt. Und zwar eher für G2 Esports, weil sie das unter Kontrolle bekommen. Es ist aber nochmal Nexa. So, der hat eben schon gezeigt auf der letzten Map, was er kann. Nur hier wird es extrem schwierig für ihn, da das Kreuzfeuer zu überwinden. Jax steht bereit, geht aber hier in einem guten Winkel nach vorne, schaut Richtung Fenster. Refract muss auf jeden Fall von Lucky kommen. Das ist gut von Nexa gespielt. Wahrscheinlich jetzt hier die Ecke nicht checken. Schaut nach oben und dann ist es Jax, der es runterspielt. Also, stark gemacht. So, kann man mal vorbeikommen und ein Bier trinken? Ja, kann man machen. Können uns gerne in Spandau irgendwo treffen und ein Bier trinken. Oder irgendwo in Berlin. Ist auch okay. Damit habe ich kein Problem. Nein, können wir gerne mal machen, wenn schönes Wetter ist. Schöne Granate da von Amanek. Ja, kein Geld da, G2. Ja. G2 verteidigt das Ganze. Das ist auf jeden Fall super gut gelaufen am Ende. Erstmal für G2 in der letzten Runde. Das Risiko bei Crazy, ja, auf Overtime zu spielen, das muss man jetzt natürlich auch eingehen, nachdem der Forceball da nicht funktioniert hat. Stark gespielt von Chox. Das ist dann aber auch die Erfahrung, die ein französisches Lineup wie G2 ausstrahlen kann, dass ein Chox da nicht anfängt, wie ein Irrer zu sprayen, sondern erstmal versucht, alle Informationen zu verarbeiten, dann den holt mit der etwas weiteren oder den schwierigen Kill und dann den Kill holt, der etwas leichter ist. So, ich komme drauf zurück, lieben gerne, können wir gerne machen. Also, wer Bock hat, ein Bier zu trinken mal oder einen Apfelsaft, kann gerne mal, können wir gerne in Berlin mal was ausmachen. Dann treffen wir uns auf in der Kneipe oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wo? Oder draußen im Park. So, also es geht weiter. Wir beenden jetzt erstmal das Spiel. Danach kann ich gerne noch 2, 3 Fragen beantworten. Dann beantworte ich gerne die Fragen. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf die vielleicht letzte Runde. 15 zu 13. Also, gucken wir mal, ob G2 das Ganze jetzt hier zumachen kann. G2 war ja immer so ein Klassiker. Die konnten manchmal keine Partien zu machen. Da wird aber auch gut durch die Wand geprefired. Wer macht das? Das ist Netty. So, kann auch direkt gegen Jax den Grundschaden verteilen. Ein wenig Schaden ist natürlich auch sehr gut, weil man weiß ja, jeder Schaden zählt, besonders in so einer wichtigen Runde. Sie gehen nach vorne. Also, 4 gegen 4 Situation. Bombe ist gedroppt. Molotov kommt rein. Damit die Bombe erstmal abgecovert mit Feuer. So, das muss jetzt bei G2 versuchen zu verteidigen. Haben sie jetzt die Nerven, um gegen Crazy, gegen dieses geballte Feuerwerk an Aimpower irgendwie das Ding hier zu beenden? Können sie jetzt mit ihrer Erfahrung hier trumpfen? Shox versucht reinzuziehen, aber ich glaube, das sollte es gewesen sein. Es ist nur noch Nexa. Und der müsste jetzt Häuser abreißen, aber Kenny S kriegt zwar den letzten Frag nicht mehr, macht es aber spektakulär am Ende. GG, well played. Herzlich willkommen. Die Franzosen fahren an den Big Apple. Die fahren nach New York.